Hallo meine lieben Leute, herzlich willkommen zu Outlast 2. Ihr seht aktuell noch kein Bild, mein Programm braucht immer einen Moment, wenn ich rausgetappt habe. Da haben wir es auch schon und man kann leider nur Outlast lesen. Ja, Outlast 2 hat das Voting gewonnen mit, ich glaube, 31%. Es haben sehr viele Leute mitgemacht. Ich glaube, insgesamt hatten wir 36 Stimmen. Das ist eigentlich schon eine Menge. Und die Wahl ist auf Outlast 2 gefallen. Den ersten Teil habe ich bereits gespielt auf meinem Kanal. Da findet ihr auch eine Playlist zu, irgendwo in den Tiefen meines YouTube-Kanals. Und apropos YouTube, herzlich willkommen natürlich auch an die Leute, die das jetzt nachträglich sehen. Viele fragen sich jetzt vielleicht, scheiße, wann war denn der Stream? Warum streamst du denn so früh? Weil ich heute Abend noch was vorhabe. Deswegen habe ich leider keine andere Wahl und muss mittags streamen. Gut. Der nächste Stream wird aus Zeitgründen auch erst frühestens nächsten Freitag sein. Da mache ich dann vielleicht ein kleines Nickerchen nach der Arbeit und dann gibt es abends einen Livestream. Und dann, ja. Aber fangen wir doch erstmal an, würde ich sagen. Ich habe die Sprache auf Deutsch gelassen. Ich bin mal gespannt auf die Synchro. Und ich bin mal gespannt auf den Schwierigkeitsgrad. Und im Stile des alten Let's Plays habe ich auch die Webcam wieder schwarz-weiß eingefärbt. Was eigentlich ein bisschen unlogisch ist, weil durch die Kamera sieht man, glaube ich, nicht schwarz-weiß, sondern in so einem Grünton. Aber das kann ich halt nicht, weiß ich nicht wie. Deswegen, gut, wir starten. Neues Spiel. Ah, okay, Story-Modus. Ich will nur spielen. Kein Spaziergang, ich sterbe gerne, ich verdiene eine Strafe. Lebenssimulator. Was soll ich spielen? Ich würde ja vorschlagen, ne? Ich will ja nur spielen, weil ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen... Ich werde sehr schnell frustriert, wenn ich häufig bei einer Sache sterbe. Aber normal ist, denke ich mal, auch eigentlich okay, oder? Ist natürlich doof, dass man das nachträglich nicht mehr einstellen kann. Höchstwahrscheinlich. Das heißt also, wenn mir normal zu schwer ist, habe ich halt Pech gehabt. Warum ist die Webcam eigentlich so unscharf? Naja, weiß ich nicht. Passt aber zu diesem hazy Look von dem Spiel wahrscheinlich. Sehr gut. Ich würde sagen, wir starten einfach mal auf normal. Ist jetzt ja nicht mega schwierig. Hoffe ich zumindest mal. Outlast 2 enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß. Ja, das ist doch mal eine Ansage. Also... Für alle die Kiddies, die jetzt eingeschaltet haben, wieder ausmachen. Fortfahren. Also ich muss mit der Maus. Ich kann nicht irgendwie Enter drücken oder so. Lynn Langermann, der lange Mann, ist, also Lynn ist natürlich eine Frau. Ups. Ist eine Enthüllungsjournalistin, die den geheimnisvollen Mord einer schwangeren Frau im ländlichen Arizona untersucht. War Arizona nicht auch der Bundesstaat, wo Resident Evil 7 gespielt hat? Oder war das was anderes? Nee. Ich bin Blake Langermann, ihr Ehemann, Assistent und Kameramann. Nimm alles auf. Ihr seid keine Kämpfer. Solltet ihr den Schrecken in dieser entlegenen Gegend begegnen, rennt weg. Versteckt euch oder sterbt. Ja, logischerweise. Gnade sei mit dir, aber Friede nicht. Knot 1-2. Please, Blake. Where are you? Untertitel habe ich natürlich angelassen. Ich dachte, es gibt eine deutsche Sprachausgabe, da es aber ein Indie-Spiel ist, ergibt das Sinn, dass es nur englische Sprache mit deutschen Untertiteln gibt. Da habe ich mir völlig umsonst Sorgen gemacht. Jesus, Blake, are you really sleeping? I'm awake. You should have slept last night. Well, I had to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. What? In your sleep. Jessica, I think. You know a Jessica? Oh, no, no. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. Say so, man. You bought the time. We should record an intro while we're up here. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut. Ich habe es leider nicht genau eingestellt. Ich würde es ich könnte es nur nachträglich. Noch regeln. We'll have to. Oh, the fuck? Fuck. Sorry about that. My panel's a little soft, but we're good.
Oh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Hum. Red leather, yellow leather. Oh, ich muss ein bisschen die Lampe. Have a soup pie. Have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origin of murder victim. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Das sinkt schnell. Okay. Uiuiuiui. Ich muss die Mausempfindlichkeit ein bisschen runterdrehen. Die ist ja viel zu heftig. Wahrscheinlich unter allgemein, wa? Ja. Blickempfindlichkeit nehme ich mal an. Zurück zum Spiel. Ich weiß nicht so recht. Ich hoffe, dass... Ja, das wird schon gehen. Plötzlich sind wir in der Schule. Spooky. Ich tippe mal, das ist eher sowas wie ein Flashback, Schrägstrich Vision, Schrägstrich bla bla bla. Okay. To Jessica. Ah, da war der Name. First place. Wer ist Jessica? Hallo, Jesus. Hallo. Okay. Oh. This is the guy walking. Okay, nette Lichtstimmung hier. Da passt meine farbentsättigte Webcam jetzt gerade gar nicht. Sind das eigentlich die Hauptstädte oder einfach nur die wichtigsten Städte? Ich tippe mal die Dingsbus. Wo sind wir nochmal? Ich habe jetzt schon... Ja, okay. Ich habe jetzt schon vergessen, wo wir sind. Arizona, ne? Ja, wir sind Arizona. Georgia. Wo haben wir Texas? Warum sehe ich Texas nicht? Texas! Brooklyn. Der Rest könnt ihr euch denken. Er übt gerade einen Chor offensichtlich für seine Halloween-Show in der Sporthalle. Oh, die Uhr bewegt sich sogar. Das gibt's ja gar nicht. The attention to detail. I love it. Oh, Chorprobe ist vorbei. Kann ich rennen? Nö. Diese Dinger, ne? Also ich weiß ja nicht. Gibt's die in deutschen Schulen eigentlich irgendwo... Glaube nicht. Oh, man kann das sogar lesen. Wünsche, jetzt hätte ich die Kamera, könnte ich ranzoomen. February Breakfast Menu. Monday. Style Sausage Rice. Veggie Toast. Okay. Mixed Fruits. Apple Juice. Milk. Cinnamon. Snack Waffle. Apple Sauce. Apple Juice. And Milk. No School. President's Day. Pancake. Syrup, wie sagt man das? Diced Pears, Apple Juice, Milk. Pancake, Apple Sauce, ja, mit sowas verschwende ich meine Zeit. Da müsst ihr mit rechnen, wenn ihr meine Livestreams guckt. Cranberries, okay. Oh. Dann war da oben
Raisin Bagel, Orange Wedges, Grape Juice Milk, Chicken Patty, Red Peaches, Pepperoni Pizza, yeah. Gutes, gutes, gesundes Frühstück. Pork Sausage. Scrambled Eggs. Ja, okay. Ich glaube, ich habe genug gelesen. Was haben wir hier? Verzeiht das Schniefen und die nasale Aussprache, aber ich habe super krass Pollenallergien heute wieder. Ja, der Frühling. Aber ich finde es schön, dass es wenigstens langsam mal warm wird. Ja, okay, okay. Ja, okay. 1995 sind wir also aktuell, ja? Bestimmt ein Flashback zu der Schulzeit von unserem Charakter. Oh mein Gott! Das ist aber nicht nett. Ist jetzt was hinter mir? Ja, of course. Hello! Uff, uff. We're not alone here. Und natürlich haben wir komplett unverletzt überlebt, wie das immer so schön ist. Vielleicht haben wir ein paar Kratzer, wenn es hochkommt. Das sieht danach aus, ja. Ah, Hubschrauberabsturz. Kleinigkeit. Mit Pechers verstaufst du dir einen Knöchel oder so. Drücke, wiederholt. Da haben wir schon die Cuties. Die nervigen. Aber davon werden wir sehr viel haben hier. Und die Kamera natürlich, ganz wichtig. Ist das dasselbe Modell wie aus dem ersten? Das müsste ich jetzt hier. Fuck. Lynn? Lynn? Ich bin der Lynn und ich kann mir meine Aufnahme ansehen, aha. Ich weiß nicht mal mehr, wie man die blöde Kamera überhaupt hochhält. Moment. Das muss ich mal eben nachgucken hier. Camcorder, rechte Maustaste. Änderungen gehen verloren. Ich hab doch gar nichts geändert. Wie? Ja, Zoom ist schon mal nicht schlecht. Vor allen Dingen, guck mal hier. Du zoomst ran und die Qualität wird gar nicht schlechter. Krasse Kamera. Hätte er gedacht, dass er irgendwas jetzt aufzeichnet, so wie der andere Spacko. Aber anscheinend nicht. Kann ich nicht einfach hier oben bleiben und mich ein bisschen mit euch unterhalten? Ne? Ich schätze mal, ich muss hier runter. Oh, eine Slide. Ja. Okay. How convenient, ne? Dass hier so ein schöner Weg ist. Ah, der Klassiker. Weil wir haben zumindest ein schönes Tutorial. Okay. Da ist wahrscheinlich eine Lücke. Oh, jetzt kann ich auch rennen. Wahrscheinlich nicht lange. Jetzt muss ich die. Ja, das aufgenommen wird. Was ist denn jetzt? Ziehen wir den roten Kreis führen, um den Moment vollständig aufzunehmen. Drücke zum Fortsetzen. Ja, Kamera mal durch und durch. Selbst in der Extremsituation immer. She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. Guck mal, der hat richtig krasse Fähigkeiten. Der kann das beurteilen von ein bisschen mit der Kamera draufhalten. Shit. Er hat nicht mal nachgeguckt. Wo ist denn der Pilot? Jesus. Is... No, there's no bodies. She's not in here. Lynn! Lynn! A little bit dark here. Wahrscheinlich auch nicht viel heller werden. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Ah. Jetzt sehe ich schon mehr. Hält bestimmt nicht lange, ne? Wir können ein bisschen sprinten, während wir Kamera hochhalten. Oh, oh, fuck me! Achso, der da. Fuck! That did not happen in the crash! Fuck this! Lynn! So, jetzt kann ich mir das angucken. Ja. Pilot. I don't even remember his name. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Oh, Jesus Christ, Lynn.
Okay, dann. Tja, wie gesagt, unsere Batterie ist jetzt schon fast leer. Aber ich habe wohl keine andere Wahl, sonst sehe ich nämlich nichts. Wenn die Batterie leer ist, dann wird es wahrscheinlich wie im letzten Teil wieder etwas dunkler. Ich habe so das Gefühl, dass ich das wahrscheinlich mit Kopfhörern spielen sollte. Ich habe übrigens noch gar nicht gefragt, ob die Lautstärke okay ist oder ob das Spiel zu laut ist. Ich habe es nämlich nicht, ich habe es nämlich nicht vorher, geprüft. Deswegen könnte es sein, dass das Spiel viel zu laut ist und ich merke das gar nicht. In dem Fall müsst ihr, Versuchskaninchen sein jetzt. Meine Frau meinte, die Lautstärke ist okay. Ist nicht zu laut. Okay. Jetzt muss ich immer wieder da drauf gucken, damit ich Zusatzinformationen kriege. Hier sind auch noch Sachen. Können wir auch angucken. Sagt er dazu auch was? Anscheinend sagt er dazu nichts. Okay. Ah, jetzt brauche ich auch keine Nachtsicht mehr. Jetzt ist es hell genug hier. Durch den Mond. Hinten ist eine Kirche und hier ist eine kleine Farm. Wie süß. Uiuiui. Erdbeben? Oder nur sehr starker Wind? Hallo? Hallo? I'm lost. And hurt. Blockiert. Ah, die Grafik ist sehr atmosphärisch, muss ich ja sagen. Kann ich hinter das Haus lurken? Nicht wirklich weit. Ich will ein bisschen meine Batterie sparen. Denn bis jetzt habe ich an der, an den Spielerdateien noch nichts geändert, um die Batteriedauer zu erhöhen. So wie ich das beim letzten Teil gemacht habe. So da rein. Hey. Hey, man. Oh, shit. Oh, shit, you're... What's just happened? Meine süße... Blablabla. So, ein Foto wurde gemacht. Hat er automatisch ein Foto gemacht. Ah, das ist praktisch. Da muss man nicht die ganze Zeit die Energie verbrauchen. Keine Ahnung, was da steht. Ich kann nicht ertragen, was ich tat, noch will ich von unseren Kleinen getrennt sein. Ich hoffe, du vergibst, dass ich dich verlasse, wie auch Gott mir diese letzte Sünde vergebe. Ich weiß, dass sie dargebracht werden mussten, aber ich bin im Inneren zerrissen und kann nicht mehr leben. Ich hoffe, das Ende kommt bald und bringt uns zusammen. Außer Gott verbrennt mich auf ewig für diese Sünde. Ich hoffe, dass du bis zu jenem Tag Trost in den Armen Papa Knopfs findest. Für immer dein Tom. Wie wär's mit Batterien? Da liegt eine. Drücke Tab, um zu sehen, wie viele Batterien du hast. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Schau dir deine linke Tasche an. Was? Achso, da sehe ich jetzt gerade eine, oder wie? Oder ist das eine? Ne, das ist ein Verband. Aha. Da ist ein Verband also. Und da sehe ich, ich habe eine Batterie in der Tasche. Okay, das ist cool. Dann war es das hier, schätze ich mal. Ich denke nämlich nicht... Oh, hallo. Ich denke nicht, dass ich hier rein kann. Oh. Hallo? 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 Okay. Er mag uns jemand nicht. Oh! Hallo! Who's?
Walks back slowly and... Ah, hier sind überall welche. Okay. Stellt euch den verrückten Pastor aus dem ersten Teil vor und hier ist ein ganzes Dorf davon. Seite lehnen. Dui, 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 dui. Geht jemand? Okay, hallo. Na, willst du das nicht aufnehmen? Lecker. Oh, hier kann ich mich schon verstecken. In dem Fass drin. Okay. Oh, ich sehe es jetzt schon. Weil das ein etwas weitläufigeres Spiel ist. Und ich ziemlich oft nicht wissen, wo ich lang muss. Und... wird verkacken. Und werde irgendwann frustriert werden. Wetten, dass das der Big Cheese ist, der Typ da. Wild. Okay. Hey, es ist dieselbe Sneak-Technik wie in Silent Hill Downpour. Foto gemacht. Lieber Vater, der Herr segnet mich weiterhin mit Visionen und ich bin mir sicher, dass der Feind jeden Tag näher kommt. Ich schrubbte den Boden in Daniels Zimmer, als der heilige Engelschor in mir aufstieg und mir wahre Sicht verlieh. Ich sah ein Geschöpf gleich der brennenden Sonne, doch mit Reihen und Reihen von Zähnen. Von ihm hinab hingen Glieder, die ich erst für Arme hielt. Doch die Gemächte, was ist das? Waren, die standen breit zur Zeugung. Und als dieses Sonnenmonster sank, fickte es die Erde. Und im Feuer gebar einen großen, buckligen Schrecken. Ich war erfüllt von derselben Furcht, so groß, ich konnte weder atmen noch mich bewegen und sah mich selbst, wie vor Jahren Daniel mit Lauge blendete und versuchte zu weinen, doch ich konnte nicht. Doch als ich erwachte, fand ich mich feucht, lüstern, sehnte mich nach einem Mann in mir. Okay. Und das Gefühl war nicht anders als die Furcht. Ich versuchte, mich durch deine Lehre zu trösten. Angst ist gleich Freude in den Wegen des Herrn. Doch würde ich mich wohler fühlen, hätte ich dich in mir und ein Gebet im Herzen, auf das der Antichrist in mir erschlagen werde. Das Treueste deiner Schafe in heiliger Sehnsucht, Lisa, glaube ich, steht da. Well, okay then. Seems all reasonable. Kannst dich verstecken, wenn du dein Bett kriegst. Ja, ich sehe kein Bett, aber okay. Also hier wahrscheinlich. Ich sehe halt nichts hier. Es ist dunkel. Achso, das ist ein Schrank. Und da kann ich drunter kriegen. Okay. Got it. Bandage nehmen. Drücke Tab, um zu sehen, wie viele Verbände du hast. Ja, sehe ich's. Kann ich gucken. Weil aktuell habe ich ja nur ein paar Kratzer, da sollte ich jetzt noch keinen Verband benutzen, ne? Glaube ich mal. Guck mal, Alter, wir haben nur so ein bisschen da durchgepiekt und schon ist die Batterie wieder fast auf Hälfte. Also das ist so unlogisch. This looks pleasant. Ich tippe mal, wir müssen einfach hier durch. Wissen wir gerne Speedrunner, wie schnell die hier durchkommen. Nimmt der auch auf, wenn ich... Ah ne, ich muss das anlassen, natürlich. Aufgenommen. Ansehen. Tragedy wall. Barbed wire. I could feel tension in my skin. Somebody watching me. Well, alrighty then. So doof du siehst. Um Fenster zu öffnen. Hier? Okay. Blade. Blade.
blockiert. Achso, von außen aber diesmal. Batterie wird schon wieder knapp. Hä? Achso, ich muss mich rückwärts bewegen, um die Tür aufzumachen. Oh Gott. Oh goody, ich muss kriechen. Great. Und jetzt die erste Chase-Scene. Es würde mich nicht verwundern. Wir rennen aber mal. Meine Güte, der kann mal gut sprinten. Ich sehe echt gar nichts, wenn ich nicht die ganze Zeit die Dings ins Anlasse. Nachladen, ich will aber nicht nachladen. Was haben wir hier? Klage der Hebamme. Das Kind, es kommt. Bereit, das Messer macht. Das Kind, es kommt. Hebamme der Nacht. Mutter, die den Feind gebart. Gottes Welt durch Sünd bewahrt. Refrain, Halleluja. Halt die Flut, das Warten endlich sich gelohnt. Des Morgens wird des Feindes Blut vergossen, hier wird sein verschont. Das Kind, es wächst. Ich muss nochmal angucken mit Tab. Ja, ne? Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Das da will ich gucken. Nein, das will ich nicht gucken. Hat er diesmal kein Foto davon gemacht? Ich konnte mich das untere nicht lesen. Das Kind ist wächst und bleibe still, schwach, das Kind ist. Okay. Ah, ich komme mit den Controls durcheinander. Ist natürlich auch klar, dass du hier so ein Rural Village hast, um Gottes Willen. So am Arsch der Welt und. Was ist jetzt passiert? Und aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund liegen hier überall natürlich Batterien verstreut rum. Hier geht's doch noch weiter, oder? Ja. Was denn? Was haben wir denn da? What are those? What are those? So, jetzt wird unsere Kamera gleich dunkel. Ja. It was a familiar smell, almost sweet. They killed their children. Oh, Kinder sollen das sein. Sieht für mich zwar nicht aus wie Kinder, aber. Sieht aus wie weggeworfene Statuen, meiner Meinung nach. Gott! So, jetzt sehen wir nur noch ganz wenig. Aber es funktioniert trotzdem noch. Also, die. Das Problem ist, dass ich jetzt nicht. Dass ich nicht weiß, wo es weitergeht. Hallo? Das ist nämlich das Doofe. Ich sehe nämlich nicht genug. Also ich glaube, von hier kam ich. Ja, ich will aber nicht nachladen. Ich muss mir die Sachen aufbewahren. Nein, ich will nicht. Hör auf, mich zu zwingen. Hier ist ein Kanister. Achso, wurden abgefangen. Ah, I see. Oder gibt es hier nichts weiteres und ich muss wieder zurück? Ich fürchte, ich habe keine Wahl. Ich sehe sonst nicht genug. So, also. Okay, es sind definitiv zwei Wege. Ich weiß noch nicht mehr, von wo ich kam. Ich habe mich desorientieren lassen. Das scheint der richtige Weg zu sein, denn daran erinnere ich mich nicht. Rennen hier. Kriechen? Wo soll ich denn hier kriechen? Hä? Kriechen Sie auf das Tor hinzu, oder was? Ah, unter dem Tor drunter durch. Speichert, das ist doch schön. So, kann es mal Tag werden, dass ich ein bisschen mehr sehe. Das war es gut bei Resident Evil Village. Da hat der Anfang auch so angefangen, ne? Aber dann wurde es auch irgendwann hell und du hast was gesehen. Aber das ist halt auch nicht dasselbe Spiel. Da flüstert einer. Ich finde dich schon. Ich darf aber auch nicht zu schnell rennen, weil sonst könnte ich an Batterien vorbeirennen. Oh. Da haben wir doch eine Batterie.
That doesn't sound very comforting. Und ich glaube, jetzt ist es tatsächlich ein bisschen laut, oder? Kann sein. Ja, du siehst echt gar nichts ohne Nachtsicht. Du brauchst das. Es geht gar nicht anders. Oh. Oh, hier droppen die Frames ein bisschen. Bisschen ist gut. Ah, klar. Ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich sehe schon. Let's crouch. Hello? War jemand hier? Hat jemand was gesagt? Ich möchte verschieben. Ja. Ich tippe ja mal, dass wir irgendwo hier oben müssen. Hier vielleicht? Achso, nee. Ich will nicht in. Ich interagiere nicht, wie hier hochklettern. Whee! You solved the puzzle. Und hier liegt schon wieder was. Wie kann ich jetzt das Foto angucken? Muss doch irgendwie, da muss doch irgendwie gehen. Das ist das, was ich jetzt gerade aufgehoben habe? Scheint fast so, oder? Kann ich sogar zoomen? Guck dir das an. Ah, hier. Wunderbar. Kapitel 8. Und dein Volk führte Krieg auf den Feldern meines Sohnes in Eretz Israel. Mein Land liegt wüst, doch meine Saat hält Stand gegen Babylon und das Assyrische Reich und Rom, doch gefallen an den Muselmann. Muselmann. What the fuck. Enttäuscht in den Kreuzzügen und verraten zur Zeit der oh Gottes Willen. Was steht da? Pharisäischen Zöllner. Baruch, Sohn des Neria, schrieb die Worte des weinenden Jeremia nieder. Die Propheten weissagen falsch. Und die Priester herrschen in ihrem Amt. Und mein Volk hat's gern also. Viertens. Achso, ich habe die Dingsens gar nicht gelesen. Okay. Sei belehrt, o Ezekiel, ehe sich mein Herz von dir wendet. Lass dein Gesicht nicht unbeschnitten in deiner... Ach, come on. Was sind das für Wörter? Jeremiade? Wirst du nicht nur Tränen weinen müssen, selbst Blut musst du weinen. Und Salvin Knot schrieb seinen Namen als Ezekiel auf das Banner der Ewigkeit. Mit eiserner Klinge schrieb er I in sein Auge. Und es war geöffnet und blutete und sein Gesicht war gewaschen von Tränen und Blut. Oh, das ist doch schön. Sechstens, also sprach der Herr, jetzt werde ich dir die Wahrheit zeigen, denn du schnitzt in dein eigenes Gesicht im Bunde mit mir. Siebtens, und der Herr sprach, es war nicht dein Auge, das du herausgeschnitten hast, sondern eine Schuppe, die du für ein Auge hieltst, und nun kannst du sehen. Ah, man kann auch einfach Space drücken, und dann kann man das viel leichter lesen. Das war, glaube ich, auch beim letzten Teil so. But I just barely noticed. Okay, muss ich wieder kriechen. Gib mir doch noch eine Batterie hier. Ich hab schon wieder nur ein bisschen. Ich kriech mal. Ah! Das war klar. Benutze einen Verband, um dich zu heilen. Kommt jetzt als Tutorial-Spruch wahrscheinlich. God. Oh, do you Jesus! Want him? Who? Then you'll have. God wants to be dead? Okay. Ja. Das sieht er ja ganz locker eigentlich, ne? Wo muss ich denn hin? Wahrscheinlich hier lang. Der ist halt nicht immer mein... Wieso kann er nicht einfach hier die Batterien rausnehmen? Das sind wahrscheinlich Pocket Radios mit Batterien betrieben. This looks like a face. But only in my imagination. Ist das nicht das Fenster, aus dem ich rauskam? Anscheinend nicht, weil er gespeichert hat. Wieder mal sehe ich gar nichts. Doch immer dasselbe hier. Warum habt ihr das Spiel ausgesucht? Weil ihr wusstet, dass es mich frusten wird, nicht wahr? Einziger Grund, gibt es zu.
Warte mal, kam ich jetzt aus dem Fenster, muss jetzt in ein weiteres reingehen? Scheint fast so. Deine Kamera hat ein Mikrofon drücke V, um durch die Wände zu hören und Geräusche zu verfolgen. Okay, und das verbraucht keinen Strom. I need more batteries. I only got. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Ist das eine immer noch nur? Ja. Und der Typ sagt, was ich machen muss, weil ich das ja sonst überhaupt nicht wüsste. Egal wie häufig er das auch wiederholt. Öffnen. Achso, ich habe ein Fenster aufgemacht. Ich könnte aber auch hier das öffnen. Oh ne, jetzt habe ich es zugemacht. Ach ja. Oh Gott, daran werde ich mich nie gewöhnen. Hallo, ist da jemand? Mein Batteriejuice geht mir aus. Sitzt jemand? Also, jetzt werde ich doch plötzlich gejagt. Oh, scheiße. Oh, viele. Aber ich glaube, das muss ich sogar machen. Aber jetzt muss ich laufen. Sind die gerade alle am Sterben? Der Typ labert immer noch im Hintergrund. Ah, meine Liebe, bitte versuche stark zu sein. Papa sagt uns in jedem Gottesdienst, dass der Herr uns in unseren Träumen unsere Sünden zeigt. Und wir müssen uns diesen stellen, sollten wir Gott gerecht werden wollen. Wenn die Visionen schlimmer werden und die Träume vor unseren wachen Augen erscheinen, so müssen Widrigkeiten bevorstehen, harte Zeiten. Doch das Paradies ist auf der anderen Seite. Gott liebt uns und gibt uns nie mehr, als wir tragen können. Auf ewig dein Philipp. Wo heißt mein Cousin? Oh, so kann ich viel besser sehen. Achso, man muss jetzt erstmal zugucken, wie seine Frau geopfert wird wahrscheinlich. Erstmal ganz chillig hier das gucken. It's enormous. Some sort of hillbilly Vatican. How could all of this have been here? Who knows about it? It's not possible. Während unsere Frau da gerade geopfert wird oder was? Mega gut. Rennen wir mal, um unsere Frau zu retten. Ich meine, wir werden es nicht können, weil gescriptete Cutscene und so weiter und so fort. Hallo? Okay, wenn das nicht der obvious Weg ist, dann muss es einen Sideway geben. Irgendwo. Maybe. Naja, da. Gotcha. Na schön, wie der Mond so scheint. Gut, dass er immer schön speichert. Das ist doch mal nett. Here we go, Cutscene! What? So. Noch mehr zum Lesen. Kapitel 11. Siebtens, die Schneide. Die Scheide der Hölle öffnet sich bald und die Nacht sinkt mit den Betzsteinen und Messern der Hebammen. Achtens, und der Feind, ängstlich in seinem Gefängnis, greift in das Herz Sullivans treuesten Schülers, dessen Name Wahl war. Okay, und die der heimlich starrhälsigen und unbeschnittenen im Herzen. Neuntens, Wahls Geist stieg hinab unter den von Gott Verdammten und Verhassten und sprach mit dem Feind und badete in der Saat des spinnenäugigen Lammes. Was? Zehntens, Wahl verriet Temple Gate. Was?
Und Gott selbst. Und Gott und selbst Salvin Knoth, der ihn geliebt hatte und die Auserwählten zur Erlösung führen werde. Elftens, und der Herr sprach, lass Wahl und alle Ketzer 1000 Qualen erleiden und 7 Schande vor dem Tod und im Leben danach. Ach Gott, wie das geschrieben ist, furchtbar. Furchtbar, sag ich auch, furchtbar. Das geht ja gar nicht hier. What a nice crest. Hauptsache ein Typ, der macht. Das ist mal ganz wichtig. Oh, wir haben sogar 2 Riegel diesmal. Muss eine wichtige Tür sein. Kann ich nicht da durchpieken irgendwie? Ja, so kann ich. Ich sehe nur nichts. Ist mal wieder dunkel dahinter. Also halbwegs. Oh. Kellergewölbe. Gewölbe. Darf ich die Lampe nicht einmal mitnehmen? Wieso kann man eigentlich hier keine Lichtquelle mitnehmen? Guck mal, das ist sogar so ein schöner Griff. Okay, kann auch sein, dass die davon festgemacht ist, dass man die gar nicht mitnehmen kann. Ja. Ich sehe mal wieder gar nichts. Nachladen. Ich will nicht nachladen. So, und jetzt ist es dunkel. Oh, hallo. Who are you? Kurze Info noch, während wir hier noch relativ am Anfang des Livestreams sind. Meine Frau war sehr, sehr, sehr fleißig und hat ohne mein Wissen die ganzen Elden Ring Livestreams durchgeguckt und hat die Highlights rausgeschrieben. Also ich habe hier jetzt 3 Zettel liegen mit den ganzen Timestamps und was da passiert. Und da muss ich mich dann im Laufe der Woche mal ranmachen. Ich hoffe, ich schaffe das. Dann werdet ihr in nicht allzu ferner Zeit werdet ihr ein Best of Elden Ring Livestreams sehen. Wird dann wahrscheinlich so eine halbe Stunde gehen. Und ist doch pleasant. Und das wird sehr witzig werden. Hoffe ich zumindest mal. Soll ich da runter? Und hier ist ein Titel. Lieber so machen, dann pausiert das Spiel, glaube ich. Paul, da du Papa Knoths Ohr hast, bitte ich dich um eine schreckliche Geschichte. Ihm eine schreckliche Geschichte zu erzählen, an der hoffentlich nichts Wahres ist. Der höchste seiner Diakone, Wahl, kam heute noch vor der Sonne zu mir mit einem Angebot, das er nicht ganz erklärte. Wahl benahm sich wie jemand, der etwas Heimliches und Unzüchtiges anbietet. Oh, unzüchtig. Doch ich kannte Wahl und sein Wesen und hatte Angst und lehnte seine Einladung ab. Wahl würde sich nicht erklären und sagte mir, es gibt Orte in unserem Herzen, die Papa Knoth nicht erreichen kann. Doch schien Wahl mehr an anderen Teilen meines Körpers interessiert. Ich bat Wahl, am Abend zurückzukehren, auf dass ich darüber nachdenken kann. Doch sagte ich dies nur, dass Knoths Männer starken Willens schicken könne, die heimlich nicht anhören, was ich für Lästerung und Verrat hielt, sodass sie es niederschlagen können. Was für ein Satz. Ich hoffe, Papa kann helfen, denn ich habe große Angst. Ruth. Ja. Ich sehe fast mehr, wenn ich setze mich in den Dingsens drin. Hier lag aber, glaube ich, auch noch was, oder? Oder ist das nur der Zettel, wo er das angezeigt hat? Es ist, glaube ich, nur der Zettel. So, wie komme ich jetzt hier raus? So. Ja. Looks kind of maze-like. A key. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Ich lad mal nach. Aufnahmen ansehen. Muss ich eigentlich nicht, ne? Ich muss einen Weg nach draußen finden irgendwie. Wie komme ich denn hier weg, bitteschön? Da war da doch noch ein Tunnel, wo ich. Ne. Das ist aber nur so ein. How do I get out of here? Vielleicht habe ich wieder kein Licht und dann sehe ich wieder nichts. Oder muss ich durch das Fenster hier?
Dachte ich, muss durch das Fenster. Das war aber falsch. Da muss ich den Typen hier befreien. Ich will nicht da runter. Okay, then. Das ist eine Olle. Still don't know where I have to go. Vielleicht zurück? Wahrscheinlich nicht. Wobei, ich habe einen Schlüssel gefunden. Habe einen Schlüssel gefunden. Ist der vielleicht für diese Tür? Blockiert. Ist er für diese Tür? Wie kann ich denn... Sieht fast aus wie so ein Zellenschlüssel. Könnte ein Zellenschlüssel sein, aber ich habe kein Schloss daran gesehen. Vielleicht muss man ja wirklich diesen Prisoner da befreien. Ich bin halt immer so doof, ich übersehe meistens die offensichtlichsten Sachen. Das ist doof. Aber das kennt ihr ja von mir. Ja. Ich habe auch keine Möglichkeit, irgendwas anzuklicken. Da ist doch auch was. Das ist da eine Tür, die ich einfach übersehen habe. Na, das sind nur weitere von den Käfigen. Hey, kann ich da nicht drüber springen? Kann da nicht mal drüber springen. Was will das Spiel jetzt wieder von mir? Oder muss ich hier über die Käfige drüber hoppen? Nope, I don't think so. Game, you're confusing me. I too stupid. I don't know. Vielleicht hier? Irgendwie? Ne, man kommt da ja auch nicht. God fucking damit. Oh, hilf mir mal. Du wirst doch bestimmt das Offensichtliche sehen, was ich die ganze Zeit übersehe, oder? Keine Ahnung, was ich machen muss. Meine Batterie wird schon wieder langsam knapp hier. Weiß nicht, wohin? Oder muss ich hier komplett wieder raus? Muss irgendwie dann da draußen irgendwo was aufmachen. Ach, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wäre doch merkwürdig. Da sehe ich gar nichts mehr. Leute, was übersehe ich? Jetzt renne ich schon wieder im Kreis. Kann ich irgendwie einen Weg nach oben? Hier. Was übersehe ich? I have no idea where I'm going. Genau, das sind nämlich diese Sachen, die sehr schnell frustrierend sind. Was würde mir bei einem Final Fantasy nie passieren? Oh, habt ihr nicht dafür gewohnt? Ja, das hat man davon, wenn man die Zuschauer voten lässt. Da muss man eben auch mal was spielen, was einen eventuell frustriert. Aber ich werde auch nur frustriert, weil ich den offensichtlichen Weg nicht sehe. Der offensichtliche Weg. Ich würde fast sagen, der Schlüssel ist für das Tor da unten, dass man da runterfallen kann. Aber ach, das ist doch Bullshit. Das ist ja kein Silent Hill hier. Well, time to look up the answer on the internet. Sorry, aber was soll ich machen, wenn ich nicht weiterkomme, ne? Was soll ich machen? Ich hätte das gerne in Textform, nicht in Videoform, bitte. How does this work? Ich kann hier irgendwo draufklicken. Ach, warum gibt es denn keine vernünftigen Seiten mehr mit Komplettlösungen, so wie das damals war? Ist doch dumm. Ich will das nicht als Video haben. Was ist denn das? Kann das nicht irgendwo geschrieben stehen? Ich finde immer nur irgendwelche YouTube-Videos. Siehst du, da wäre ich schon wieder richtig frustriert. Richtig so, ah, da habe ich schon wieder gar keinen Bock drauf dann jetzt. Och Mann. Frau, sag mir, was ich übersehe. Oder bist du auch so doof dafür? Oh well.
Dann suche ich eben nach einem englischen Walkthrough. Chapter 1. Okay, damit kann ich was anfangen. Damit kann ich tatsächlich was anfangen. To get through this area, you will need to crawl through the cages on the left. The guy will try to grab you, so watch out for the jump scare. Once through, open the door with the key, then carry on. Also habe ich doch was Offensichtliches übersehen. Sehr schön. Nur wo hier? Wo kann ich hier kriechen? Irgendwo links. Hier irgendwo. Ja. Hier, das habe ich übersehen. God fucking damn. Wie kann man denn das übersehen, bitteschön? Aber ich war ja nicht der Einzige, der es übersehen hat. Es hat ja welche reingeschrieben. Ich habe bis jetzt noch keine Bandage benutzt. Merkt nur, dass meine Batterien, dass ich nur noch eine habe. Need to activate this. Cannot see otherwise. Oh, hier ist eine Leiter. Da ist eine Batterie. Well, progress. Yay. Hier ist noch eine Treppe, die nach oben führt. Schön, dass das direkt steht, ohne dass man es überhaupt versucht. Wo chillen die denn alle? Also ich tippe mal, dass unten gleich eine Tür aufspringt und dass man sich dann verstecken muss. Irgendwie sowas. So, lasst uns lesen. Kapitel 11, 7, Fragezeichen. Die Scheide der Hölle öffnet sich bald. Er öffnet vor allem. Öffnet sich bald. Oh Gott, müde. Stand bevor und die Luft war erfüllt vom Gesang von Papas herrliche Hymne und die Fuck! Und die Nacht singt mit den Wetzsteinen und Messern der Hebammen. Klingen! Achten Satan, obgleich in der Hölle gefangen, durchdrang Wals Herz. Aus und neun. Und Satan, Scheitan Baal, der Feind, ängstlich in seinem Gefängnis, griff in das Herz Sullivans treuesten Schülers, dessen Name Wal war, und der die Kleider der heimlich starrhälsigen und unbeschnittenen im Herzen trug. Zehntens. Wals Geist stieg hinab unter den von Gott verdammten und verhassten und sprach mit dem Feind und badete in der faulen, süßen, heißen Saat des spinnenäugigen Lammes und trank von ihr. Natürlich doch. Elftens. Wal verriet Tempelgate und Gott und selbst Sullivan Knoth, der ihn geliebt hatte und die Auserwählten zur Erlösung führen werde. Zwölftens. Der Herr sprach, lass Wal und alle Ketzer 1000 Qualen erleiden und siebenmal sieben Schande vor dem Tod und im Leben danach. Und Schande. Okay, also da sind jetzt nur ein paar Wörter zugekommen. Very interesting. Naht. Da müssen wir uns dann das erste Mal verstecken. Es gibt hier so viele Versteckmöglichkeiten und man muss sie bisher noch nicht machen. Oder? Natürlich zu. Wir müssen einen Weg zu unserer Frau finden, die definitiv nicht sterben wird, ne? In diese Geschichte. Ah, she freed herself. Anstatt mal zu rufen, so, ey, Olle, ich bin hier. Muss ich nicht auch hier raus? Ja. I jumped, I presume. Hello. Oh God, Blake. Are you okay? No. What the fuck? I don't know. Oh shit. We have to run. Hey. Okay, dann wir mal. Lynn, where are we going? Away from here. Anywhere but here. Irgendwie glaube ich, dass das nicht funktionieren wird. Ich glaube, wir werden nachher aufgehalten.
Gott, ich wünschte, ich hätte die Batterie-Dingsens verlängert. Das ist ja mega kurz nur. Was haben sie mit dir gemacht? Hab ich von dir mitgeschliffen gerade? Ich bewege mich nicht mal selber. Ich benutze mich mal irgendwie. Ich muss stoppen. Ich muss... Oh Gott. Jesus Christ, Lynn. Was ist hier passiert? Ich dachte, du warst tot. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I can't talk about it. Please. I have to. Please don't ask me. After all these years, they're coming. They're coming. Our faith has been proven. The woman who came to Temple Gate this day from the outside world brought with her the foul birth we've been awaiting all this time. She has a child. Ich schlag mich wieder mit. Mach ich mal Steuer. I don't know. He's insane. They're all fucking insane. Please, Blake, I just want to get out of here. And she is among us. What the fuck is going on? Can't. Not now. Let's just get away from this place. Please. Ja, ich muss nachladen. Help the earth with their blood. Rip the devil from her belly and crush it beneath your boot heel. Okay. Revelation is upon us. Stay back! And we must be gentle. Show no mercy. Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. God, no! God, no! God wants the child. Here we go. Lynn! God wants the child. Here we go. Get off me! God wants the Lynn! Child. Lynn! No, you... No! No! You motherfucker! No! Get off me! No. You leave her alone! Leave her alone! Lynn! No. Lynn! No. Okay, also gibt's zwei Seiten hier. Ist das ein Kerl oder eine Frau? I'm not sure. I think I'll see you again. Ich glaube ein Kerl. Look at that facial bone structure though. Das muss ein Kerl sein. Du! Kleiner Abschiedsslap. Hauptsache wir haben unsere Kamera. Oh, ich bin ein bisschen dizzy, oder? Oh ja, oh, ich bin sehr dizzy. Oh, scheiße. Jesus. Jesus, Gott. Das kann man übrigens auch tatsächlich etwas runterdrehen. Bei Grafik, wo war das denn noch gleich? Ich gehe das hier auch einfach gar nicht. Verringerte Kopfbewegung, das müsste das sein. I'm not sure. Auf jeden Fall sind wir ein bisschen dizzy noch. Ah, jetzt nicht mehr. Two sides. Christians and Satanists. Something else. Look at that water. It moves too fast. Oh, das sollte man aber
nicht zu lange machen, sonst erstickt man wahrscheinlich. Oh. A Searchlight. Haben wir hier unsere erste Fruststelle. Wo ich wieder nicht durchkommen werde. Ich schätze ja mal, dass man den Typen da aus dem Weg gehen muss. I think he can't see me. Wie lange kann ich das hier machen? Aber gut gesehen. That's not good. Ich sehe nichts. Ah, dammit. Ah, ich bin in eine Falle gelaufen. Doof. Sehr doof. Goddammit. Das sollte man vielleicht... Oh, Adam dead. Sollte man vielleicht machen, wenn man ein bisschen Zeit hat. First Death. So. Was sagen wir denn mal voraus, wie viel mehr Tode ich hier sterben werde als bei Elden Ring? Because I really believe that might be a possibility. Ich wette, man muss da drunter durchtauchen. Hier so unter der Brücke vielleicht drunter durch. Oh, unter der Brücke kann ich aber nicht nach oben. Wurde schon wieder gesehen? Das gibt's doch gar nicht. Ich kann mich auch nur langsam bewegen. I'm not sure where I'm supposed to go. Wahrscheinlich durch das Haus dadurch. Yeah. I already fucked up, didn't I? Vielleicht sollte ich das sogar machen. Aber das sollte ich sogar machen. Hey, ich bin in einer Vision. Das heißt, ich kann mich heilen. Ja, ich glaube, du verlierst deinen Mind. Verlierst deinen Mind. You're losing your mind. Er kennt's nicht. Es muss natürlich überall dunkel sein. Ah, hier ist es nicht dunkel. Oh, was muss ich filmen? Das hier? Das hier. Hey, ich bin gerade vorbeigekommen. Indem ich einfach durchgerannt bin. Das klappt tatsächlich bei dem Spiel ganz gut. Einfach durchrennen durch alles. Ich hätte vielleicht doch auf leicht stellen sollen. Das ist wahrscheinlich nicht so frustrierend. Oh well. Oh yeah, so we get that. Just noise, but I saw it. I know I saw it. Okay then. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. I remember this. Sind wir ein Lehrer vielleicht? Jessica? And Lynn, when we were... Oh, fuck. I'm back in the fourth grade. And here I thought this couldn't get any worse. Wenn das sowieso eine Vision ist, warum kann ich mir dann das Ding nicht einfach nehmen und... Das hätte ich nämlich gerne gemacht. Also ich hätte das gemacht, wäre ich in seinen Schuhen. Repent! Ah, ich wusste mal, was das heißt. Heißt das nicht sühnt? Sühnt? Sühnen? Penance? End? Oh, kann ich sogar aufmachen. Responsibility! Kenn ich nicht. Wieso sind hier keine Griffe dran? What would Jesus do? I don't know. Ticket, $5. Spooky. Die Zeit hat sich sogar geändert. Ich muss bestimmt nicht auf den zulaufen, oder? Ich muss bestimmt vor dem flüchten, aber egal, ich laufe trotzdem auf ihn zu. Vielleicht ist er nur da, um uns zu spooken, wer weiß. Auf die Wand. Okay.
Kann sogar hier in andere Klassenräume rein? Interesting. Ah, oh, es schneit. Gott, diese Bäume. Uff. Die sehen wirklich furchtbar aus. Liegt da eine Batterie, die ich aufheben kann? Wow, wie geil. Hauptsache Batterien erstmal in der Vision mitgehen lassen. Ich sehe die Tür nicht. Jetzt habe ich die Tür geschlossen. Ja, ich sehe nichts ohne scheiß Camcorder. Exit! Einmal raus in den Schnee, bitte. Und schon sind wir in Silent Hill Shattered Memories, meine Damen und Herren. Run, Daddy! You can't find them! Kommt jetzt gleich. Oh, muss ich hier durch den Schneesturm warten. Das ist natürlich auch stockdunkel. Oh! Jetzt sind wir wieder in der echten Welt. Ich glaube, du könntest einen Verband brauchen. Der heilt natürlich auch so Knochenbrüche und so. Warum sollte er das auch nicht tun? Und ich sehe schon, wir werden irgendwann unsere Brille dauerhaft verlieren und dann stehen wir da. The outsider. No, so they killed you, didn't they? No. Not yet. Noch nicht, kommt aber noch. Come on. Who are you? My name's Ethan. But I mean, are you one of them? And which side are you on? You mean why ain't I trying to kill you? I've been unborn. Ugh. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got scald. Had to get cast out. Didn't complain with nah. Dressed himself with my Annalie. And she not but 15. I'm sorry. When he said my grandson, baby he put in her, was my the Antichrist and I had to slit her belly and kill the child. Das hat er mit allen hier gemacht, oder was? I might be addicted to vaping. Just might. Very sorry. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. Well, what do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Commissioner. Just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. She's definitely not fine, I guess. And God bless you. Come on. Hast du so ein schönes Paket Batterien oder so? Oh, this looks cozy. Oh, oh, hey, hey there. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. Why's your head down the roof, sir? Can you vorher was essen? It looks delicious. Schön ranzoomen. Vielleicht hier. Oh, guckt euch diese wunderbar animierten Fliegen an. Gott, was für Monsterfliegen. Wenn wir die hier hätten, dann hätte ich sogar Angst vor Fliegen. Was ist, wenn er doch ein Böser ist und uns nur gefangen nehmen will? Dass er auch nichts hier aufnehmen will. So, hier den Typen zum Beispiel. Das ist das erste freundliche Gesicht, was wir hier sehen im Prinzip. Oder? Sei denn, ihr zählt den Typen, der uns abgeschlabbert hat, oder die Frau, was auch immer, auch als freundlich. Weiß ja nicht mal, wie verwundet ich bin. Wahrscheinlich gar nicht mehr. Schlafen! Nichts zum Film hier, nein. Nothing interesting, huh? Ja, dann legen wir uns mal hin und machen ein Nickerchen, während unsere Frau weiß ich nicht was. Oh Mann.
Da könnte man natürlich auch schlafen in der Situation, auf jeden Fall. Ich könnte jetzt schlafen, aber ich habe auch wenig geschlafen heute Nacht. Nicht mal 6 Stunden. Naja, nächste Woche werde ich viel weniger schlafen, weil dann wieder Frühschicht ist. Ich werde auch heute nicht allzu lange streamen, weil das nur so eine Art Intro-Stream ist. Den ersten richtigen, vernünftigen Livestream gibt es dann nächsten Freitag abends. Always the same. In Papa's gospel. I copied him 100 times. If I knew where the outsider was. The prophet don't need your help in finding the devil's whore and interrupt me. Not questions even now, other heretics at chapel. God'll guide. I ain't a heretic. I think he might be dead. You sinned when you denied the prophet your daughter. You send sense to deny. Please just let me talk to now. No, the outsider is. His seed begat the enemy. God and the prophet both want just his let me blood. Talk to now. I can explain. God don't hear dead men. Be still. I think he might be dead. Well, fast. Take your penance. God loves you. God loves you. Ich wünschte, ich könnte sehen, was da passiert. Oh, von hier hätte ich sehen können. Bestimmt gehauen worden mit dir. Oh. Wenn das Viech uns erwischt, dann sind wir sofort tot, wahrscheinlich. So, he's dead now. Ja, im Jenseits hat er sie gefunden. Brett abbrechen. Jetzt kommen wir raus und dann, ah, da ist er ja. You didn't give me up to her. Not even though she. Thank you. Ja, wusste ich, dass man das filmen kann. Jetzt sagt er was dazu. Oh. Ich fühle gerade, mein Ellenbogen ist sehr trocken. Das geht ja gar nicht. Kennt ihr das, wenn ihr trockene Ellenbogen habt? Warum ist das eigentlich so? That woman or whatever she is beat him to death. Something about finding Lynn. Something about a chapel. Chap. Soll ich das nicht aufmachen? Spatlin. Ob es das in Wirklichkeit gibt? Oh, Batterie. Nice little. Wie viel habe ich denn aktuell? Ich sehe da 3 in meiner Tasche. Wie viele da wohl reinpassen? Das ist ja mal halbwegs vernünftig vom, Arsenal her. Oh, hier kann ich noch was lesen. Du musst Papa sagen, dass Anna Lee krank war. Und das ist die Wahrheit. Sie ging zu ihrer Mutter. Warum muss ich übergehen? Um mit den anderen Beuligen zu leben. Sie war zu schwer betroffen und ihre Wunden zu schmerzhaft für eine Untersuchung. Und ich schickte sie fort, weil ich nichts für sie tun konnte. Du musst wissen, dass ich dies nicht getan hätte, hätte ich eine Wahl gehabt. Ich liebte dieses Mädchen mehr als mein Leben. Und jedes andere, und ich weiß nicht, warum Papa Knott glauben würde, dass ich lüge, aber du musst ihn von der Wahrheit überzeugen. Gott liebt dich. Dein Vetter Ethan. Well, alrighty then. Let's go outside and get wrecked, I guess. Why are you talking English all the time? I don't know. Because I like English language, maybe. So, wo muss ich denn jetzt hin? Der drunter durchkriegen? Wahrscheinlich nicht.
Maybe den offensichtlichen Weg. Hey, hier gibt es ja sogar Strom. Wo kriegen die ihren Strom her? Und wer bezahlt die Stromrechnung? Der Vater? Der Vater Knut? Hier sind auch überall so Barrels, in die man sich reinlegen kann. This looks like a dead end, maybe. Ich sehe halt gar nichts, wenn ich nicht den blöden Nachtsichtdings da mache. Ah, jetzt kommt wieder so eine Schleichpassage, nicht wahr? Du hörst nur Wassergeplätscher, das ist nichts. Wie komme ich jetzt an dem vorbei, dass er mich nicht sieht? Guck dir diesen wunderschönen Nachthimmel an. Oh, ist das schön. Mal gucken, ob wir bemerkt werden, wenn wir hier drunter durchkriechen. Langsam, leise. Ganz leise. Aber wir werden da hinten rüber müssen. Tippe ich mal, weil wir dann über diese Brücke wahrscheinlich müssen und dann weiter rennen ins Dorf oder was. Ich muss hier lang. Das war wahrscheinlich eins der Tore von der anderen Seite. Schön im Licht aufhalten, dass wir ja gesehen werden, ne? Oh ja, hier droppen die Frames aber richtig. Huiuiuiui. 44 Frames aktuell. 41. Ja, der Rechner ist nicht mehr der schnellste. Grafikkarten werden langsam günstiger. Aber ich kann nicht aufrüsten, weil ich auf ein Auto spare immer noch. Da ich das erst in circa einem Jahr kriegen werde, wahrscheinlich, dauert es bis zur neuen Grafikkarte noch ein bisschen länger. Oh boy. Achso, ja. Aufnahmen angucken, damit wir Bonusinformationen haben. Das war's? Okay. Gehe zur Kapelle. Ich mag ja diese alten USA Farmhouse Windmühlen. Stop startling me. Thank you very much. Aufwärm mir. The fuck is this? Wieso haben die Hörner? Beautiful. Also Lichtstimmungen und so und Schattenspiele und alles, das kann das Spiel ziemlich gut. Muss ich ihm zugestehen. Denk dran, dass du mit deinem Mikrofon durch Wände hören kannst. Okay, muss ich das jetzt machen, ja? Oh. Muss natürlich auch erstmal filmen hier. You saved the film. Jesus Christ. The others call her Marta. The smell of what she burned like coal smoke and frankincense. Das war alles. Ich tippe ja mal, ich muss hier durch das Maisfeld kriechen oder so. Irgendwo. Maybe. Ja, hier ist bestimmt irgendwo ein Loch, wo ich durch kann. Yep. Hello. Are you alright? We must rise to face the fate. There's no innocence among the outsiders in our midst. Give them the knife, the club, the fist, if it's all you've got. God rejoices in the spilling of wicked blood. Der labert aber auch einen Stuss, ey. Ist hier eine Batterie? Ich glaube, ich habe was gesehen. Ja. Oh. Wir suchen Leute. Oh, scheiße. Oh, oh, oh. Die sehen mich bestimmt nicht, wenn ich da in das Licht reingehe. Ne?
Kann ich hier nicht einfach durchwurschteln? Kann ich tatsächlich. Weiß halt nicht genau, wo ich hin muss. Ich glaube, bald habe ich alle Batterien-Slots voll hier. So viele, wie ich jetzt langsam schon finde. Aber finde ich gut. Immerhin kriege ich ein bisschen mehr jetzt als am Anfang. Das heißt am Anfang, im Prinzip sind wir noch am Anfang. Ich wüsste mal gerne, wie lange jemand für das Spiel braucht. Meine Frau hat es auf die Liste geschrieben. Ich habe aber nicht drauf geguckt vorher nochmal, also weiß ich es nicht aktuell. Ich habe aktuell keine Ahnung, wie lange dieses Spiel ist. Oh, das ist ziemlich nah. You don't see anything. Irgendwie an den Lichtern vorbei. Den Leuten mit Funzeln, die nach mir suchen. Du siehst gar nichts. Du siehst nur Sträucher. Hier muss ich der Stimme folgen. Ob die hier auch reinlaufen? Dann mich finden? Bin ich bestimmt wieder am Anfang. Ich muss irgendwo hier durch. Das ist nämlich das Problem. Die werden mich gleich beide sehen. Die kreisen mich sozusagen immer wieder ein. Ich habe so das Gefühl, ich komme an den gar nicht. Da muss ich darüber. Hier muss ich bestimmt rüber, oder? Komm. Dann. Warum spawnen da plötzlich Leute? Wieso bin ich hier? Ach komm, du kannst nicht über diesen verfickten Reif drüber springen. Rush hier durch, Alter. Kann ich auch machen? Aber nicht, dass es hier weitergeht. Also ich würde mal tippen, Folge der ominöse Blutspur, aber da ist ja auch schon zu Ende. Maybe there's a way through the barn. Interagieren. Das hört bestimmt keiner, ne? Gesundheit. Oh. Ob die das hören, wenn ich nachlade? Also hier. Goddammit. Vielleicht kommt er wieder zurück und sieht mich. Should reload. Vielleicht muss ich auch hier lang. Oder bin ich gerade im Kreis gelaufen? Okay, ich bin im Kreis gelaufen. Ich weiß nur nicht genau, was das Spiel jetzt von mir will. Also ich musste noch in die Scheune und dann musste ich... Oh, da ist jemand. Wo muss ich denn nach? Toll, jetzt steht er da. Dreh doch mal wieder um.
Irgendwas hätte ich in der Scheune anders machen müssen. Obviously. Sieht's mich doch hier bestimmt nicht, oder? Wenn ich hier so an dir vorbeikrieche. Da ist so ein bisschen Cover. So. Auf magische Weise dreht er sich direkt wieder dahin um, wo ich... Das ist immer so bei diesen Spielen. Hier gibt's zwar keinen Sinn, aber... Muss ich jetzt wieder rein? Ah ja, ich sehe. Oh, mit dir. Das war das Ziel. Lore. Januar. Drei weitere wurden heute zu den Boiling geschickt. Ihre Wunden waren zum Verbergen zu Fluorid. Alle zusammen hatten 7 Kinder, welche Papa Knort in meine Obhut übergab. Ich habe nun über 40 Waisenkinder bei mir, welche mich verzweifelt lieben, wie nur ein Kind es kann, welches von Eltern verlassen wurde, die es einst für so natürlich und selbstverständlich wie die aufgehende Sonne hielt. Und ich liebe sie, denn ich werde niemals selbst Kinder haben, doch habe so viel Liebe zu geben. Selbst wenn Gott sie verlässt, werde ich sie trösten und führen. Was bedeuten diese Träume? Tja, das weiß ich auch nicht. Sie? Oh, hallo. Das musst du doch aufnehmen, oder? Little bit twisted. Sagt er aber natürlich nichts zu. Oh. Werde ich schon verfolgt? Ja, ich werde verfolgt. Jetzt sind wir. Of course. Iu. Nichts zu sagen, ja, zu den ganzen Gedärmen. Okay. Ist anscheinend nicht wirklich interessant. Kannst ja verstehen. Aber am gewissen Punkt ist man dann vieles gewohnt. Ne? Wird nur noch ein Zuschauer angezeigt. Wer guckt denn da noch zu? Oh, da sind aber deutlich mehr drin, als mir angezeigt werden. Da sind einige drin. Hallo, ihr Leute. Es tut mir leid, falls ich nicht geängstigt genug wirke. Hätte ich vielleicht doch mit Kopfhörern spielen sollen. Mache ich doch beim nächsten Livestream. Aber ich muss auch sagen, bisher ist nicht wirklich gruselig. Aber das ist vielleicht, weil ich gegen Grusel schon so ein bisschen abgehärtet bin. Und falls ihr jetzt denkt, wart mal ab, da kommen noch so und so und so welche Stellen. Dann, ja, freut euch drauf. Noch mehr zum Lesen. Geist Jesu, mach mich bereit. Vater Knott. Ich sag Knott, aber es wird wahrscheinlich Knoth ausgesprochen. Oder North vielleicht sogar. Leite meine Erlösung. Blut Jesu, gib mir von deinem Wein. Durch das getrennte Auge lass mich sehen. Engel des Herrn, leih mir dein Schwert. Gnädiger Jesus, erhöre mein Gebet. Heile mich in deinen Wunden. Halte mich an dich. Schütze mich vor dieser Welt. Und bereite mich auf die Teufelsstunde in der Gemeinde Tempelgate auf, dass ich deine Schöpfung schütze, bis du mir Frieden schenkst. Amen. Okay, alles klar. Sounds reasonable. Muss ich lang? Ich habe meine Orientierung verloren. Ich glaube, ich muss hier lang. Immer ins Dunkel, das ist richtig. Nie verkehrt. What are those? Achso. Ein Kaktus. Oder mal wieder das Dubstep-Licht. Oder das War of the Worlds-Licht.
Was ist denn das eigentlich immer? What the fuck was that? Also es scheint ja irgendwas Übernatürliches schon zu sein. Außer der Tür hat eine Dubstep-Gun. Es killt auf jeden Fall die Vögel, wenn das Licht kommt. Das Licht. Jetzt haben wir zwei Wege. Wir könnten aber hier lang gehen oder weiter unten runter. Das Mikrofon creept schon wieder so nach oben. So, hallo. There's gotta be another way. So, hier ist Sackgasse, ja? Oh ja. Oh! Ah! Guck mal. Ich stehe im Prinzip schon. In der Leere stehe ich. Oh. Oh. Hier was aufnehmen? So die toten Vögel wahrscheinlich alle. Ja, klar. I understand. Also ich hätte nicht gedacht, dass so viele zuschauen. Um diese Zeit, ehrlich gesagt. Nächsten Freitag sind es bestimmt noch mehr. Told me that the music of birds was proof that God exists and loves us. Kommen wir wieder gegen die Lampe hier. Die muss aber relativ nah mit dran sein, damit ich ein bisschen beleuchtet werde. Blood of Dead Birds. Und es wird mal wieder dunkel. Zumindest kurzzeitig. Da hinten ist schon wieder ein Licht. Ah, muss ich jumpen hier? Ja? Klettern und jumpen. Ging's so. Den Sprung soll ich schaffen? Ah, nee, ich muss mich hier dran entlang drücken. Fuck! Ich hab's gerade gesehen. Da unten liegt eine Batterie. Die müssen wir natürlich mitnehmen. Die sind natürlich auch alle immer voll, ne, weil irgendwer ist halt durch die Gegend gelaufen mit einem Maxi-Pack von diesen Batterien und hat die dahin geworfen. Hat die überall verteilt. Weißt du, es wäre doch viel logischer, wenn die Batterien randommäßig geladen sind. Wie geil wäre das denn? Das wäre nicht schwer zu programmieren, glaube ich. There's gotta be a way back to the village. Ja, ja. Und ne, dass ihr euren Camcorder rausholt, dieses Ding ist fast leer, ihr ladet nach und dann hat das vielleicht Hälfte, drei Viertel, manchmal sogar voll, manchmal auch nur ein Viertel. Das wäre doch viel, viel much more immersive. Ich weiß jetzt nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Oder sagt man einfach immersiv, ich weiß es nicht. Aber nö, das sind natürlich immer vollständig geladene Batterien. Denn das ergibt Sinn. Ja, und das sind dann halt so Kleinigkeiten, die mich so ein bisschen aus dem Spiel rausreißen, wenn ich darüber nachdenke. Über sowas denkt ihr wahrscheinlich gar nicht nach. Aber wenn, wenn man euch einmal darauf hinweist, dann könnt ihr auch nie wieder es nicht bemerken. Yay, a slide. Oh, das war eine kurze Slide. Okay. Ich glaube, ich muss hier lang. Ja. Oh, Krieche. Irgendwie schnell die Batterien leer gehen. Ich meine, ich kann jetzt ja verstehen, dass dieses komische Infrarot-Ding oder was es ist, nachts sich, was auch immer, dass das viel Energie verbraucht. Aber holy shit, ich meine, 2 Minuten Laufdauer. Oh, hier muss ich irgendwas aufnehmen. Hier. Achso, das Ding da. Oh, so kann ich viel besser sehen. He said she did it to herself. He said he was protecting you. Wäre schön, wenn du mal ein bisschen mehr laberst, ich ein bisschen dampfen kann. Ja, ich mach gleich eh Feierabend. Wie gesagt, das ist ein Intro-Livestream. Und der erste richtig lange, 3-4 Stunden, der kommt dann Freitag. Also habe ich heute noch was vor. Eigentlich kann ich auch heute eigentlich schon noch ein bisschen Zeit finde, mit dem Elden Ring Special anfangen. Aber ich fand es halt cool, weil das war eine Überraschung von meiner Frau. Die hat einfach nach einem Arbeitstag, wo ich wieder nach Hause kam, hat sie mir gesagt, hier, ich habe was für dich. Und dann hat sie die Zettel hingelegt. Und ich lese so Elden Ring, bla bla bla. Ich sehe nur die Timestamps, wie so, boah, wann hast du das denn gemacht? Ja, das mach ich schon seit einigen Wochen. Und ich so, okay. Muss man überlegen, ey. Seit einigen Wochen sucht sie da die ganzen besten Stellen raus. Mache ich davon ein Best-of. Für die YouTube-Leute natürlich. Ja. Das kann ich natürlich nicht irgendwo reinstellen. Das ist mal Dedication. Und das fand ich voll nett. Oh, er hat gespeichert. Ich glaube, da beende ich jetzt hier, weil Speicherpunkt ist immer gut zum Beenden. Und wie gesagt, es war ja nur so eine kleine Einführung.
Und ich wollte mal gucken, weil die Zeit ist halt doof, ne? Weil ich jetzt mittags streamen musste und war halt nicht so viel dabei. Kommt auch nicht so viel Horror-Feeling auf. Ich glaube, wenn wir das mal nachts spielen, dann ist das auch für alle Anwesenden besser. Ja, das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich danke allen fürs Einschalten. Der nächste Livestream, der richtige erste große Livestream, den gibt es dann Freitagabend, höchstwahrscheinlich ab 20 Uhr. Da könnt ihr euch eigentlich schon drauf einstellen. Ja, aber wie gesagt, ich kündige immer die Streams im Community-Tab auf meinem YouTube-Kanal an. Also da könnt ihr dann immer an dem jeweiligen Tag irgendwie nachgucken. Und so spätestens ein paar Stunden bevor der Stream beginnt, wird dann da ein Beitrag sein mit dem Hinweis auf den jeweiligen Stream. Gut, das war's leider schon. Erstmal. Aber als Intro muss das jetzt erstmal reichen, als kleiner Teaser. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächsten Freitag wieder, werden wir richtig in das Spiel einsteigen. Und ich bin mal gespannt, ob es noch etwas gruseliger wird. Ich hoffe mal, weil bisher ist relativ mau. Naja, wir werden sehen. Ihr habt das Spiel ausgesucht, ich werde es spielen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Tempelmaster.